Alle 4 Wochen muss sie raus aus ihrer sicheren Garage, die blaue Papiertonne von Franz Breu. Dann nämlich stellt sie der Landwirt an die Startstraße, ein paar hundert Meter vom Wohnhaus weg. Klar, Wertvolles würde niemand einfach mal so an den Straßenrand stellen, aber eine Papiertonne? Logisch, die schon, die muss ja auch geleert werden. Am anderen Tag war es halt einmal nicht mehr da. Aber Papier war noch da, auf der Erde dort. Tonne war weg, nicht mehr zum Finden. Franz Breu kann es erst nicht glauben, vermutet einen Streich. Aber die Suche ist erfolglos. Es müssen Diebe am Werk gewesen sein. Profis vielleicht. Die werden es da aufgemacht haben und schön hergeschüttet. Das ist so schön da gewesen, wie es da drin ist. Und die Tonne war weg. Papiertonnenklau im Landkreis Cham, kein Einzelfall. 5 Stück sind Ende Oktober spurlos verschwunden. Die Polizei hat keine konkrete Spur. Einen kuriosen Fall hatten wir. Da ist bei einem Diebstahl aus einer Werkstatt ist das Diebesgut mit einem Kinderwagen und einer solchen blauen Papiertonne zu Fuß über die grüne Wiese nach Tschechien transportiert worden. Also es gibt schon Indizien dafür, dass sich diese Tonnen möglicherweise in Tschechien befinden. In einer stabilen, leichten Papiertonne mit Rädern und Deckel kann man zum Beispiel gut Tierfutter aufbewahren. Was sie aber genau für die Diebe so wertvoll macht, wird wohl ein Rätsel bleiben. Wir haben keinen Anlass, dass wir da jetzt intensiv tätig werden. Auch das Delikt ist nur einfacher Diebstahl. Das Schadenssumme ist relativ gering bei jedem einzelnen Geschädigten. Also von daher halten sich auch die Ermittlungen dann in dem Raum oder in dem Fall in Grenzen. Franz Breu hat inzwischen eine neue Papiertonne. 47,50 Euro kostet ihn das. Und für eins wird er sorgen: Über Nacht steht die nicht mehr allein am Straßenrand.